In diesem Video zeige ich meinen selbstentwickelten Umlegebock für Flügel und Klaviere. Mit dessen Hilfe ist es für nur eine Person möglich, einen schweren Konzertflügel auf- und abzubauen. Für einen Orchesterkonzertflügel wie dem Steinway Modell D mit 274 cm Länge und einem Gewicht von ca. einer halben Tonne beispielsweise, wären mindestens zwei, besser drei kräftige Personen notwendig. Auch Klaviere können damit zwecks Reparatur umgelegt und auf Böcke gestellt werden. Das 3D-Modell habe ich mit Autodesk Fusion 360 entworfen. Der Umlegebock wird einfach vorne an der Rückseite des Flügels angesetzt und auf die Höhe des verwendeten Rollwagens einmalig eingestellt. Ein zusätzlicher Stützblock wird am hinteren Ende untergeschoben. Hier ein großer August Förster Flügel mit 275 cm Länge. Und hier ein Yamaha C7, der ohne Schlitten hochkant gestellt wird. Die Auflageschaufel kann in der Höhe verstellt und somit an verschiedene Rollwagenhöhen angepasst werden. Sie besteht im Prinzip aus zwei übereinanderliegenden Balkenwinkeln mit jeweils 5 mm Materialstärke, womit man auf insgesamt 10 mm Materialstärke kommt. Ein kleines, darauf aufgeschraubtes Multiplex-Brettchen mit einer gummierten Auflage verteilt die Last etwas flächiger und schützt den Lack vor Beschädigungen. Beim Aufkippen kommt der hintere Teil des Flügels zunächst mit dem Stützblock in Kontakt und liegt dort auf. Beim weiteren Aufrichten kann der Rollwagen eventuell noch genau positioniert werden, weil das gesamte Gewicht des Flügels bis zuletzt auf dem Stützblock hinten und vorne auf der Schaufel des Umlegeblocks lastet. Früher hatte ich viel mit Autodesk Inventor entwickelt und konstruiert. Seit einiger Zeit arbeite ich ausschließlich mit Fusion 360. Diese Software ist viel moderner und online-basiert. Alle Konstruktionsdateien werden in einer Cloud gesichert. Zudem bietet sie den Riesenvorteil, dass man die Zeichnungsableitung nun nicht mehr ausdrucken muss, sondern diese mit Hilfe einer App auf einem iPad anzeigen kann, welches ich mit in die Werkstatt nehmen kann. Hier sieht man, wie der hintere Stützblock durch Zusatzbrettchen auf die erforderliche Höhe eingestellt werden kann. Diese Brettchen sind durch einen langen Metallstift gegen Verrutschen gesichert und können bei Bedarf in der Box verstaut werden. Damit nehmen sie weniger Platz in Anspruch. Falls der Flügel nicht auf einem Schlitten montiert ist, so wie hier zu sehen, kann das kleine Auflagebrettchen auf den Metallwinkeln wieder montiert werden. Dies ist aber nicht zwingend erforderlich. Auch ohne Auflagebrettchen und nur mit einer kleinen Gummimatte zwischen Metallwinkel und Flügelgehäuse habe ich keinerlei Beschädigungen feststellen können. Das 3D-Modell kann samt bemaßten Zeichnungsableitungen bei mir per E-Mail bestellt werden. Zunächst wird ein Viertelkreisabschnitt aus einer 30 mm starken Siebdruckplatte benötigt. Dieses Plattenmaterial verwende ich auch zum Bau der Multi-Werkbank, welche ich in anderen Videos schon vorgestellt habe. Nachdem die Platte mit etwas Übermaß mit der Kreissäge vorgeformt wurde, kommt ein Kreisschneider für die Stichsäge zum Einsatz, um eine exakt kreisförmige Rundung auszuschneiden. Dazu wird ein kleines Führungsloch gebohrt, in das man den Stift der Kreisschneidervorrichtung einsteckt. Nun wird der Radius mit der Stichsäge abgefahren. Sehr von Vorteil ist es, das Drehbrett erst nach dem Aussägen der Rundung auf Maß zu schneiden, weil es sonst schwieriger ist, den Führungsstift genau an der Ecke zu fixieren. Die 10 mm Nut für die Führung der Schaufel wird mit der Tischfräse eingebracht. Dies geschieht in zwei Durchgängen, jeweils von der Unter- und Oberseite bis zur Hälfte. Die benötigten Bohrungen im Balkenwinkel für die Schlossschrauben werden mit dem Wabeco-Bohrständer gebohrt und anschließend die Bohrung eckig ausgefeilt, damit die Schlossschrauben sich versenken lassen und sich nicht verdrehen. Hier sieht man noch die Version mit nur einem Balkenwinkel. Nach dem Test mit einem 275 Konzertflügel hatte sich dieser minimal verbogen, weshalb ich diesen dann mit einem zweiten Winkel verstärkt habe, wie man später noch sehen wird. In einem weiteren Schritt werden die Träger mit dem Drehbrett verschraubt. Diese habe ich hier noch aus einem Holzbalken angefertigt, später verwende ich dafür aber ebenfalls Material aus einer 30 mm Siebdruckplatte. Die Balken werden mit Schlossschrauben, Sicherungsmuttern und Scheiben mit dem Drehbrett verschraubt. Dazu werden die benötigten Löcher mit Hilfe des Bohrständers genau rechtwinklig eingebohrt.
Die etwas hervorstehende untere Kante des Balkens wird mit dem Druckluftschleifer abgerundet. Diesen Schleifer verwende ich sehr gerne, da er in kurzer Zeit sehr viel Material abnimmt. Nun kommt das CMS-Modul von Festool für die Carvex Stichsäge zum Einsatz, welches ich in meine Multi-Werkbank eingebaut habe. Der LS Positioner dient als Parallelanschlag für den geraden Schnitt. Die weiteren Schnitte mache ich dann mit dem Winkelanschlag von Incra. Alle scharfen Kanten werden noch mit der Kantenfräse mit einem 3 mm Radiusfräser abgerundet. Das Stabilisierungsbrett wird ebenfalls mit Schlossschrauben an der Vorrichtung montiert. Und hier sieht man den zweiten Balkenwinkel, den ich zur Stabilisierung noch aufgedoppelt habe. Die Holzkomponenten der ersten Vorrichtung, die ich im Kundenauftrag gebaut habe, besteht komplett aus Siebdruckmaterial. Zum Abschluss wird noch eine Anti-Rutschmatte mit Kontaktkleber aufgeklebt. Und jetzt noch einige Demonstrationen, wie man den Umlegebock verwenden kann. Ein Yamaha SC-Flügel mit 250 cm Länge wird ausgeladen und mit Hilfe des Umlegebocks aufgestellt. Dazu werden zunächst die Beine montiert. Yamaha verwendet üblicherweise Gewindeschrauben mit einer Vierkantaufnahme. Dazu gibt es passende Einsätze für den Akkuschrauber. Dann geht es wesentlich schneller, die Beine zu montieren. Man sollte damit aber etwas Übung haben, weil die Gefahr droht, dass die kräftige Maschine gegen das Flügelbein schlägt und Schäden verursacht. Hier wurde das kleine am Balkenwinkel montierte Auflagebrettchen abgenommen, damit die Nase zwischen Flügel und Flügelschlitten geschoben werden kann. Es wird noch eine 10 mm starke Gummimatte unterlegt, damit keine Schäden am Gehäuse entstehen. So ist es problemlos möglich, den Umlegebock auch bei montiertem Flügelschlitten zu verwenden. Der Flügel wird in zwei Schritten abgekippt, zunächst nur so weit, bis das hintere Bein Bodenkontakt hat. In dieser Position steht der Flügel stabil und muss nicht gehalten werden. Dann kann der Flügel vollständig aufgestellt werden. Mithilfe meines umgebauten Flügelhebers wird der Flügel aufgebockt und der Umlegebock herausgenommen. Der Schlitten wird abgenommen, um zeigen zu können, wie das Ganze auch ohne Schlitten funktioniert. Das geht selbst bei einem so langen Flügel mit etwas Übung auch ganz gut alleine. Es ist problemlos möglich, einen Flügel auch ohne Schlitten auf einem Rollwagen hochkant zu stellen. Dank des hinteren Stützblockes kann man bis fast zur senkrechten Position beim Aufkippen den Rollwagen noch so positionieren, dass die überstehende Kante des Flügeldeckels genau bündig mit den etwas gekürzten Querträgern des Rollwagens ist. Die Kante darf keinesfalls auf den Querträgern aufliegen. So steht der Flügel sicher auf dem Rollwagen und hat auch keine Neigung zur Deckelseite hin abzukippen. Es reicht eigentlich aus, den Flügel vorher mit Packfolie zu umwickeln, weil der Rollwagen ja gummierte Auflagen hat. Besser ist es aber, zusätzlich eine von innen wattierte Schutzhaube zu verwenden. Hier sieht man die beiden Drahtstifte, die die Nivellierbretter zusammenhalten. Von diesen Nivellierbrettchen gibt es mehrere, die in der Box quer verstaut sind und bei Bedarf übereinander gestapelt werden können, je nach benötigter Höhe des Stützblocks. Der Yamaha SC wird in die Werkstatt geschoben und dort dann aufgestellt. Der von mir entwickelte Umlegebock kann bei nahezu jedem Instrument werkzeuglos mit oder ohne Flügelschlitten verwendet werden, nachdem er einmalig auf die Rollwagenhöhe eingestellt wurde. An Material benötigt man nur einen kleinen Abschnitt einer 30 mm starken Siebdruckplatte, zwei Standard-Balkenwinkel aus dem Baumarkt, einige Schrauben und eine 10 mm starke Anti-Rutschmatte, die mit Kontaktkleber aufgeklebt wird. Die Materialkosten halten sich also sehr in Grenzen und bewegen sich im Bereich von ca. 30 bis 50 Euro. Normalerweise muss ein Flügel auf einen speziellen Flügelschlitten montiert werden, damit man ihn hochkant auf einen Transportrollwagen stellen kann, ohne den Deckel und die Scharniere zu beschädigen. Diese stehen ja einige Zentimeter hervor, wenn der Flügel hochkant auf der langen geraden Seite steht. Außerdem werden Tragegurte am Flügelschlitten eingehängt und befestigt, falls der Flügel über Treppen getragen werden muss.
Man benötigt je nach Flügellänge Schlitten verschiedener Länge, die auch nicht selbstverständlich bei jedem Modell problemlos passen. Zudem muss der Schlitten am Flügel verschraubt oder mit einem langen, kräftigen Spanngurt gesichert werden, was natürlich auch Zeit kostet. Es kommt häufig vor, dass gar keine Tragegurte notwendig sind. Einige Stufen kann man auch problemlos mit einer Rampe überwinden. Aus diesen Gründen habe ich meine Rollwagen so umgebaut, dass es problemlos möglich ist, Flügel mit überstehendem Deckel ohne Beschädigungen hochkant darauf zu stellen. Und so bin ich dann wesentlich schneller und flexibler bei meinen Flügeltransporten. Falls man zwei von diesen Umlegeböcken besitzt, könnte man diese auch zum Umlegen von Klavieren benutzen. Für den herkömmlichen Umlegebock für Klaviere, den man im Fachhandel bekommt, ist es erforderlich, dass das Klavier auf dem Boden, also nicht auf einem Rollwagen, steht. Und hier kann direkt vom Rollwagen abgekippt und dann das Klavier auf Böcke gestellt werden. Abschließend wollte mein Sohn unbedingt auch mal zeigen, dass er einen großen Flügel alleine umlegen kann. Ich habe ihm diesen Gefallen gerne getan, hatte aber vorsichtshalber vorher die schwere Gussplatte ausgebaut. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.